So, willkommen im Lager. Ich gehe dann jetzt mal Richtung Varant, beziehungsweise teleportiere mich in die Nähe, weil der Fußmarsch dahin könnte schon ein bisschen dauern. Also nach Trelis. Obwohl. Wenn ich mir jetzt noch genug Gold auftreiben kann, kann ich ja rein theoretisch mir direkt das Artefakt da kaufen. Also rede ich nochmal mit irgendeinem Händler. Ich glaube, Charybdo hatte ganz schön viel an Gold. Zeig mir deine Ware. Naja, 4000 hat er nur noch. Gut, aber wir haben jetzt schon 42.000. Das ist also nur noch 8.000 Goldstücke, dann haben wir's. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel der Händler hier jetzt noch hat. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Zeig mir deine Ware. Ah doch, das müsste. Das hat uns gerade noch gefehlt. Das müsste reichen. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Nee, 15.000 ist halt auch wieder schon zu viel. So, 2.000 Goldstücke noch. Dann konnte er nicht sogar handeln. Zeig mir deine Ware. Ja, er hat aber... Ui. Die ist aber neu, die Rüstung. Ritterrüstung können wir sogar kaufen. Ha, das ist natürlich cool. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdienst. Ja, aber die ist mir halt auch zu teuer. Da möchte ich dann doch lieber für das Artefakt das Gold sparen. So, ist das auch noch ein Händler? Der Vendor, ne? Ja. Zeig mir deine Ware. Na gut, 900 sind jetzt auch nicht wirklich viel. Ja gut, in Trelis gibt es auf jeden Fall jemanden, der eine Menge Gold hat. Im Zweifelsfall irgend so ein reicher Assassine. Vielleicht kann man mit ihm auch handeln. Ja, tatsächlich. Zeig mir deine Ware. So, 6.000 hat er. Jo. Dann kann ich damit mal zu Wack gehen. Soll ich das jetzt beeindrucken? Hier sind deine 50.000 Goldmünzen. Wer hätte das gedacht? Gib das Gold schnell her, bevor es dir jemand abnimmt. Was ist mit dem göttlichen Artefakt? Du kommst schnell zur Sache, was? Gut, hier hast du es. Aber erzähl keinem, dass ich es dir gegeben habe. Sonst wird es dir schlechter gehen, klar? Das will ich nicht weiter tun. Gut, ja, jetzt habe ich 2 von 5 Artefakten. So, und das ist ein... Schutz vor Eis, Energie und Feuer Amulett. Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Und dann gehe ich mal Richtung Varant. Hat Torus noch was zu sagen? Wir passen auf. War ja, ist auch ein bisschen mürrisch, aber er ist uns jetzt nicht mehr so feindselig gesinnt. So, Stufe 30 sind wir.
Und bald ist auch schon der nächste Stufenaufstieg. Und hier muss ich jetzt eigentlich eher in die Richtung. Auf der Karte ist ja eigentlich ein Weg eingezeichnet, aber den kann ich jetzt gerade... Ach doch, hier, genau. Wenn ich den jetzt hier folge, müsste ich in Varant ankommen. Ich weiß nicht, warum er wieder den Stab weggesteckt hat. So, irgendwelche Viecher noch hier. Sieht nicht so aus. Ach, hier sieht man noch den Tempel. Ja, und dann werde ich jetzt einfach mal mich um komplett Varant kümmern. Und Varant finde ich auch ziemlich cool. Also es ist, ich finde das echt schön hier in Gothic 3 mit diesen Biotopen, dass es drei verschiedene Arten gibt von der Welt. Verschiedene Arten von der Welt, das ist ja auch Blödsinn. Also einfach, dass es drei Klimazonen gibt. So, und jetzt gehen wir mal nicht bei Regen hier lang. Jetzt sieht man nämlich hier. Oh, was ist das denn? Ach, Trolle. Ich fand, dass die Trolle von Gothic 3 eigentlich auch ziemlich cool aussehen. Also die sahen jetzt nicht unbedingt schlechter aus. Aber das ist ja jetzt bewusst darauf ausgelegt, dass die Sachen so aussehen wie in Gothic 2. Habe ich ja extra am Anfang so eingestellt. So, aber sonst müsste hier jetzt nichts mehr sein. Ich weiß noch, dass bei der Originalversion eigentlich da oben noch so ein paar Geier immer auf den Steinen hängen, irgendwie so in der Luft, obwohl sie eigentlich gerade fliegen wollten. Ich weiß auch nicht, die sind irgendwie kaputt. Oh, hä? Was macht die denn hier? Mach dich nützlich! Verschwinde! Okay, das ist auch neu, dass hier jetzt wirklich so eine Patrouille entlang geht. Ist natürlich cool. Ich glaube, in Varant sollten wir dann am besten auch lernen, dass uns die Hitze nicht so zu schaffen macht. Dann regeneriert sich unsere Ausdauer nämlich auch schneller. Ja, jetzt sind wir offenbar in Varant, wenn jetzt schon diese orientalische Musik ertönt. Das finde ich auch total cool, wie hier auch komplett eine neue, also eine komplett andere Architektur herrscht und sich komplett abhebt von Myrtana.
So, und da ist jetzt auch schon Kafu. Nee, warte, Quatsch. Wanderer, geh nicht vorbei. Du könntest dein Glück verpassen. Kafu ist der Wasserhändler bei Morasul, glaube ich. Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Barant, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Erzähl mir über die Wüste. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Ohne Wasser wirst du nicht weit kommen. Abseits der Wege lauern Nomaden und wilde Tiere. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn du in die Wildnis ziehst, besorg dir eine anständige Waffe. Und natürlich musst du immer genug Wasser dabei haben. Wir Assassinen leben in den Städten. Dort bist du sicher. Wo bekomme ich eine Waffe her? Folge dem Weg. Er führt dich direkt nach Braga. Es ist zwar nur ein kleines Dorf, aber du kannst es nicht verfehlen. Dort wirst du alles bekommen, was du brauchst. Natürlich gibt es dort nicht so frisches Wasser wie bei mir. Schon klar. Erzähl mir von eurem Volk. Wir Assassinen sind ein bescheidenes Volk, geknechtet von Innos singendem Fluch. Die unbarmherzige Sonne lässt nicht zu, dass in diesem Land viel wächst. Man kann sagen, dass wir von der Hand in den Mund leben. So? Natürlich gibt es die ein oder andere Annehmlichkeit, aber die sind Zuben und seinen Schwarzmagiern vorbehalten. Wer ist Zuben? Zuben ist unser großer Anführer. Er ist uralt und verfügt über die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut und er hält Belias zornigen Blick von uns fern. Und seine Krieger und Schwarzmagier schützen uns vor den Nomaden. Tribut? Gold und kostbare Güter. Wir bezahlen, auf dass uns kein Unheil widerfährt. Verstehe. Zeig mir deine Ware. So, ja, da war wenigstens Gold. Die Hämmer kann ich auch gut gebrauchen für Vanguard. So. Ja, man merkt, das ist auch schon ein bisschen, also sehr viel freiläufiger als in Myrtana, wo man ja von Vegetation und Bäumen regelrecht erdrückt wird. Ich muss arbeiten. Ah, dieser Turban ist auch neu. Jetzt haben die endlich ihren Turban gekriegt. Hast du zu viel Zeit? Sieh weiter, Fremder. Hier lauern überall räuberische Nomaden. Was machst du hier? Ich wurde aus meiner eigenen Stadt geworfen. Aus Braga. Ich war dort der Chef. Jetzt sitzt Nafalem in meinem Haus. Was ist geschehen? Ich hatte den Tribut für Zuben gesammelt, aber dann haben Nomaden mich überfallen und alles geraubt. Und deshalb wurdest du rausgeschmissen? Ja, ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Wer ist dieser Nafalem? Einer von Zubens Schwarzmagiern. Er ist gekommen, um den Tribut zu holen. Erzähl mir von Zuben. Zuben ist unser großer Anführer. Er sitzt im Palast von Ishtar und er trägt die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut, damit er Belias zornigen Blick von uns fernhält. Ja, und zu Zuben werden wir nicht durchkommen, da wir dafür, ich glaube, 75% bei den Assassinen brauchen. Und die kriegen wir halt nur, wenn wir wirklich die ganzen Wassermagier töten, was ich aber nicht machen will. Und sonst halt auch die ganzen Nomaden ausrotten. Und die Nomaden finde ich ja sehr cool, deswegen mache ich das nicht. Du solltest mich besser nicht stören. Willkommen, Reisender. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist und bei mir bist du genau richtig. Ach ja? Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Und selbst wenn nicht, ich habe noch mehr Waren im Angebot. Wirf doch mal einen Blick darauf. Zeig mir deine Ware. Oh, der hat auch eine Menge Gold. Das kann ich dem mal alles abkaufen. Beziehungsweise, er kann mir alles abkaufen. Ah, jetzt kann ich auch meinen Feuerregen verkaufen, mein Licht. Ja gut, so viel Wertvolles habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja gut. Du bist nicht von hier. Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Beliars zu entdecken? Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zaubersprüche von großer Macht. Wir beherrschen die Gabe der Alten der göttlichen Magie.
Zaubersprüche also. Und in der Stadt Ishtar wird seit vielen Jahren die Kunst des beidhändigen Kampfes gelehrt. Aber nur ein Mann, der gute Geschäfte macht, ist würdig, unsere Geheimnisse zu erfahren. Ich will dir ein solches Geschäft anbieten. Was sagst du? Worum geht's? Ich biete dir die Gelegenheit auf ein gutes Geschäft und du fragst, worum es geht? Alles, was ich von dir hören will, ist, dass du dabei bist. Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten, vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit, dass die Händler bezahlen. Sie sollen also nochmal bezahlen. Und du wirst für mich diese Angelegenheit regeln. Verstehe. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die drei Händler hier in Braga. Jeder schuldet Zuben 500 Goldstücke. Und Abbas, der Wasserhändler. Von ihm erwarte ich einen Kelch. Sprich mit ihm. Er weiß genau, was ich will. Und Tufail? Was machen wir mit Tufail? Er trägt die Schuld dafür, dass der Tribut gestohlen wurde. Ich habe ihn bereits der Stadt verwiesen, aber er ist noch in der Nähe. Wenn er zahlen kann, was ich nicht glaube, soll er von mir aus leben. Falls nicht, mach kurzen Prozess mit ihm. Das wird den anderen als Warnung dienen. Hast du sonst noch was zu erledigen? Ayla, die Perle der Stadt wurde beraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit José. Gut. Naja, hier ist auch schon José. Kann ich dir auch nicht helfen. Willkommen, Reisender! Mögest du etwas von dem Glück hier lassen, das du mit dir trägst? Ich bin José, der Sklavenhändler. Wenn du an Geschäften interessiert bist, ich hätte da was für dich. Oh Mann, die Stimme. Ich glaube, was weißt du über Ayla? Ayla! Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind. Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht dir beim Tanzen zu. Dieser Sohn eines Schurken. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. Richte Nafalem meine Grüße aus. Was kannst du mir anbieten? Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Es sind mehrere Sippen, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Wer sind die Sippenanführer? Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisenden in den Ruinen auf. Und sie waren es auch, die Tufail überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Azaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Ja, und diese Nomaden, das sind halt wirklich, die sind wirklich wie Banditen. Also die kann man ruhig umbringen, beziehungsweise sie sind auch direkt als Feinde markiert. Ich mach Essen. Die sind absolut nicht friedlich. Hey! Willkommen in Braga. Ich bin Luca. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zuben schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich. Doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun.
Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Morasul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. Jo, und dann rede ich mal mit unserem alten Kollegen Diego. Hey Diego, wie sieht's aus? Ich hab mich mal umgehört. So wie es aussieht, ist Zuben immer noch der unumstrittene Herrscher der Wüste. Zuben. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Das wird nicht ganz so einfach. Zuben sitzt in seinem Palast in Ishtar. Und da werden sie dich erst reinlassen, wenn sie sicher sind, dass du ein Freund der Assassinen bist. Also, was ist zu tun? Du wirst einiges für die Assassinen erledigen müssen. Aber so wie es aussieht, gibt's auch einiges zu tun. Am besten, du stellst dich mit den Schwarzmagiern gut. Sie haben den größten Einfluss. Was machst du hier in Braga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Gehen wir jagen. Auf geht's! So, dann rede ich aber noch mehr hier mit Bernardo, da wir den, glaube ich, verprügeln müssen. Und deswegen wollte ich nämlich Diego dabei haben. Ich komme, um dein Tribut abzuholen. So, das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Und ich vertraute ihm mein Gold an. Doch, was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze hergeben. Es ist doch immer dieselbe Geschichte. Schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung für mich. Es gibt einen Kampf! Ah! Deswegen ist mein Stab zu groß für den Kampf. Bleib dran! Ich brauche hier echt freie Fläche. Ja! Gut gemacht! Das bleibt dann nämlich immer hängen hier an diesem Zeug. Ah, und der hat auch den Teleportstein. Okay. Jemand wird dafür bezahlen. Ja, und das waren auch alle wichtigen Personen in Braga. Also, mehr gibt's hier scheinbar echt nicht, weil das ist ein sehr kleiner Ort. Ist schon sehen. Das kann nicht gut laufen. Ja. Den nächsten Kampf gewinne ich. Na, das glaube ich nicht. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. So, Diego. Ich gebe dir einen guten Rat. Sei vorsichtig. Na, also, die Städte in Varand waren auch irgendwann mal größer, aber jetzt sind halt überall nur noch diese Ruinen. Die werden uns auch gehörig auf den Wecker gehen. Gut, ach, da hinten ist auch noch ein Schakal. Ja, eigentlich seht ihr überall. Und hier in den Ruinen sind auch, glaube ich, diese Nomaden, die wir suchen. Ich kann die Snapper schon riechen. Ja, ich kann es auch schon hören. Die glucksen da oben nämlich schon rum. Leben wir noch drei. Ach, und noch eine Herausforderung. Das ist natürlich auch cool.
Gute ist, bei dem Fleisch müsste es ja... Also es wäre natürlich cool, wenn das Fleisch jetzt schon durch wäre, wenn man die ja verbrannt hat. Dass man gebratenes Fleisch von denen nehmen kann. Oh, da oben ist auch noch einer. Alle? Oder was steht Diego da nur so rum? Die Gegend hier ist gefährlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken. Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Jo, warum nicht? Komm mit. Gut. Na, obwohl. Nee, geh mal lieber zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Sonst kann ich für die Eskortenquest keine anderen Personen mehr mitnehmen. Und wenn der Diego mir wieder abhanden kommt, hat er dann trotzdem noch den Status, dass er bei mir in der Gruppe ist. So, hier sollen irgendwo Nomaden sein, meinte Diego. Deswegen suche ich mal hier auch die Nomaden. Aber ich glaube, kann auch sein, dass sie eher hinter diesem Felsen da sind. Nicht hier. Ich gucke jetzt einfach mal, was hier oberhalb dieser Düne ist. Na, hier ist nämlich nichts. Dann schaue ich nämlich mal da hinten. Oh, Wüstenräuber. Ja, ich glaube, die Nomaden haben tatsächlich ihre Kleidung behalten. Das ist natürlich auch gut so. Wo die Farben, glaube ich, ein bisschen anders sind. Aber hoffentlich nur bei den Banditen-Nomaden. Nämlich keine Ahnung, wo die Nomaden hier sind. Ich suche die manchmal beim Spielen häufiger. Wenn es wieder soweit ist, dass ich jetzt diese ganzen Nomaden abklappern muss. Vor allem wegen Eiler der Perle und solche Geschichten. Sandcrawler. Die sind auch nervig. Sieht nicht so aus, als wären die da. Die sind nämlich in so einer Höhle. Hier bei den Felsen. Ne, da hinten ist, glaube ich, zu nah. Also, da werden sie nicht sein. Deswegen suche ich nochmal hier ab. Weil wir jetzt wohl schon mal da bin, sonst ist das wieder ein bisschen nervig, wenn ich nochmal hier hinlaufen muss.
Ja, jetzt geht der manchmal immer so langsam, weil das hier so leicht eine leichte Schräge hat. Das überfordert den halt. Muss ich hier so ganz albern springen. Ja. Ja, angeblich sind da hier Nomaden in der Nähe, laut Diego, aber ich finde sie nicht. Oh, nicht, dass wir gleich schon in Ishtar ankommen. Breit keine Höhle. Ich glaube, ich bin auch schon vorbei. Das war irgendwie ganz komisch mit dieser Höhle von denen, wo die war. Ich glaube dann eher auch da hinten, hinter so einem Felsen. Und nicht hier ganz links. Auch cool, dass hier tatsächlich Löwen sind. Uiuiui, jetzt kommen sie aber angerannt. Mal so gut. So, hier sitzt keiner. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, hier sitzt wieder irgendein einsamer Paladin oder ein Flüchtling aus Morasul, aber der ist woanders versteckt. Ja, es wird viel Sucherei hier in Varrant, einfach weil das alles so der naturgemäß eintönig ist und sehr weitläufig. Und groß. Ich meine, das Gebiet ist ja nochmal größer als Myrtana. Uiuiui. Gut, dass ich da nicht runtergesprungen bin, aber ich glaube... Ah, da dringt Licht aus einer Höhle. Es ist schon mal vielversprechend. Dann muss ich jetzt nur vorsichtig irgendwo runterkommen. Ich glaube, ich gehe mal da hinten runter. Einfach nur, damit ich auch noch ein paar Gegner unterwegs erledigen kann, die mir sicherlich noch vor den ein oder anderen Feuerball laufen werden. Ja, da höre ich auch schon welche. Ein paar Snapper. Ach, sogar dunkle Snapper. Ja.
mal weniger. Da, da, da! Oh. Da! Okay. Das ist doch dann sehr kritisch. War aber wirklich knapp. Aber auch, muss ich sagen, viel mehr als ich erwartet hätte. Okay, die bringen jetzt kein Leder mehr. Leder habe ich wohl genug. Glückfliegen. So, hier ist auch eine Höhle. Ah, und das ist auch schon mal eine. Das ist zwar keine von den Kopfgeld, von der Kopfgeldmission, aber schon mal eine wichtige Höhle. So, wo ist die? Die ist hier, ja, unterhalb dieser Ruinen. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Beziehungsweise, das sind gar keine Ruinen auf der Karte, das sind aber trotzdem irgendwelche Gebäude. Du begibst dich in gefährliche Gesellschaft, Reisender. Das ist nicht das erste Mal. Es gibt nur zwei Gründe, warum du hier bist. Ach ja? Entweder du willst meinen Kopf, oder du willst dich uns anschließen. Ach, das ist doch... Asaru ist doch einer von dem Kopfgeld, von der Kopfgeldmission. Was genau meinst du mit anschließen? Wir brauchen jemanden, der Zugang zu den Städten hat. Mit deiner Hilfe können wir unseren Kampf gegen die Assassinen vorbereiten. Dann werden wir Braga befreien. Gut. Arbeiten wir zusammen. Eine weise Entscheidung. Dann höre. Die Sippen der Nomaden haben den Pfad der Ruhe verlassen. Wir beschreiten nun den Weg des Kampfes. Einige Sippen sind dem Zorn Belias verfallen. Sie ziehen mordend und plündernd durchs Land und machen keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Nimm dich in Acht vor ihnen. Was habe ich zu tun? Bring Ayla zurück nach Braga. Naphalem wird sich bestimmt nach ihr sehnen. Das wird ihn unvorsichtig machen. Er wird glauben, dass wir tot sind. Bevor du gehst, sprich mit den anderen. Sie werden dir sagen, was noch zu tun ist. So, und die Dinger, die erhöhen auch unser altes Wissen, das ist ganz gut. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Ja, ist natürlich cool. Solche Monolithen hier. So, wen gibt's denn noch hier? Sonnenkrieger, Kämpfer der Sippe, Aitos. Wir werden Braga angreifen. Braga ist ein gutes Stück weg. Wenn wir angreifen, werden wir uns vorher im Ruinenfeld sammeln. Sorge dafür, dass die Ruinenfelder sicher sind. Ich will nicht, dass wir gegen Snapper oder Räuber kämpfen müssen und uns dadurch verraten. Kannst du mir etwas beibringen? Alles, was ich über die Jagd weiß, werde ich dich lehren. Zeig mir deine Ware. So, Nomadenrüstung. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Du bist in Ordnung. Ja, die kaufe ich mir jetzt einfach mal aus Prinzip, weil ich die Nomaden halt wirklich cool finde. Nomade rumlaufen. Dann haben wir auch noch Schutz gegen die Hitze. So, du bist also unser neuer Mann. Sieht so aus. Dann kriegen wir jetzt endlich die Chance, Braga zu befreien. Doch bevor wir angreifen, müssen wir noch ein paar Vorbereitungen treffen. Was brauchst du? Wir brauchen bessere Waffen. Besorge uns 3 Waffenbündel. Dann können wir es wagen. Vorher geht gar nichts. Hier sind die Waffenbündel. Sehr gut. Damit können wir einen Angriff wagen. Sprich mit Asaru, wenn du bereit bist, Braga anzugreifen. Was ist deine Aufgabe?
Die Assassinen horten eine Menge Schätze in ihren Städten. Silber, Gold, bringe mir alles, was du findest. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Was willst du mit dem Kram? Wir bringen es in ihre Städte zurück und verkaufen es ihnen wieder. Könnt ihr denn die Städte betreten? Ha! Kein Nomade kann eine Stadt der Assassinen betreten. Aber viele der Sklaven sind Nomaden. Sie schleusen das Zeug zurück in die Städte. Dort bezahlen die Händler nochmal für ihr eigenes Zeug. Wenn du wissen willst, wie du einen Händler richtig ausnimmst, kann ich dir ein paar Tricks zeigen. Zeig mir deine Ware. Ach, Räuberkleidung gibt's auch. Aber ich glaube, damit wird man scheinbar angegriffen, weil da ist so ein Totenkopf abgebildet. Ich finde ja hier diese schwere, diese Nomadenkleidung hier mit diesem Mantel, die finde ich halt auch sehr cool. So, der möchte so Kram haben, Teller und Gold. Da habe ich jetzt nicht so viel. Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich bring dich weg. Gut. So, haben wir wieder so eine Französin aufgegabelt. Hier liegt ein großes Schwert rum. Hat aber auch keiner was dagegen, wenn ich das mitnehme. Was willst du? So, aber ich schlafe jetzt erstmal. In Varan sind, meine ich, auch die meisten Adonos-Artefakte. Ich glaube, hier sind nämlich ganze 3 Stück. So, Ayla, hast du's? Bist du da? Ja. So, jetzt muss ich mir echt merken, wo das ist. Es ist nämlich genau hier bei diesem, bei dieser eingezeichneten Ruine oder Basis, was das sein soll. Ich nehme auch direkt mal die Ruinenfelder säubern. Vor Braga. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt jeden dieser Schakale noch einzeln im Schwertkampf besiegen müsste oder einzeln heranlocken und so weiter und so fort, da ist das schon sehr nervig, also bin ich schon froh, dass ich immer mittlerweile bei Gothic 3 auf Magie gehe. Weil die halt echt stark ist. Ein Schlag und zack, weg. So, ich gehe aber in die richtige Richtung, oder? Ja. So, ich hoffe, dieser Weg überfordert Ayla jetzt nicht. Nein, sie kommt fleißig hinterher. Jetzt doch nicht mehr. Die durchkommt sie nicht. Das ist zu kompliziert. Dabei ist es ja eigentlich ganz einfach. Aber in Gothic 3 natürlich nicht. Das hast du jetzt davon. Folgt mir mal lieber, statt zu kämpfen. Jetzt muss man hier in Gothic 3 auch mal ein Auge auf die haben. Und die sind ja schon schnell überfordert, einfach durch Sachen wie einen Durchgang. Wenn das keine weite Prairie ist, dann bleiben sie doch gern mal zurück. Und
tätowierten Rücken. Oh je. Ja, jetzt sind wir noch ziemlich in den Anfangsgebieten von Varrant, also die späteren Städte hier drin, die werden richtig prunkvoll sein, also die sind auch richtig groß und nicht so kleine Vorposten. Hast du jetzt davon? Ja. Warum sind hier denn Eulen? Scheinbar erledigt. Oh, da ist noch eine Höhle. Ich hoffe, da sind auch irgendwelche Kopfgeld. Ja, Kopfgeldjäger. Nee, Kopfgeldopfer. Nennt man das. Gesuchten Verbrecher drin. Dir werde ich helfen! Nicht mit mir anlegen sollen. Das ist ganz schön malträtiert worden. Den Pfeilen. Ich glaube, die bringe ich mal besser auf Vordermann. Das gibt natürlich Ärger hier mit irgendwelchen Nomaden oder Assassinen. So, dann hebe ich noch einen Kompostbogen auf. Ah, Waffenbündel. Ja, die sind immer gut. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich so viele Waffenbündel noch hatte, dass ich die Leute in Vanguard und hier noch die Nomaden ausstatten könnte. Ist ja ganz schön durchbohrt worden, aber okay, hoffentlich nimmt der Assassine die auch so an. Der Nafalem. Erstmal die Eiler ab, sonst geht die mir noch hier drauf. Ah, die Pfeile hat sie ausgezogen, okay. Warte! Was willst du? Ich will dir ein Angebot machen. Du hast Eiler befreit. Ich gebe dir 500 Goldstücke für sie. Sie ist frei. Was willst du mehr? Nein, ich bringe sie selbst zurück. Ganz wie du willst. Ich habe mich um Malir gekümmert. Ich verneige mich vor deiner Tapferkeit, Sohn der Gefahr. Nimm dieses Gold als Dank für deine Tat. So, Nafalem, der ist ja ein sehr toller Anführer. Der setzt sich sogar zu seinen Männern dazu. Ich bringe dir Eiler zurück.
Ausgezeichnet. Sie wird mir die Nächte mit ihrem Tanz versüßen. Ich gehe davon aus, dass Asaru uns keine Probleme mehr bereitet. Asaru ist kein Problem mehr. Gut, dann kümmere dich jetzt um irgendwas anderes. Hier, gib ein wenig Gold aus. Ich bezahle den Tribut für Luca. Ich hoffe, du hast wenigstens ein gutes Geschäft mit ihm gemacht. Hier ist der Tribut von José. Ich denke, er wird dir keine Schwierigkeiten gemacht haben. Er ist ein guter Händler. Er hat allen Orks, die hier vorbeigekommen sind, Sklaven verkauft. Und der Pass ist der einzige Weg in die Wüste. Jetzt hätte ich ja eigentlich noch mit Luca... Hier ist der Tribut von Bernardo. Reden müssen. Er hat dir doch wohl keine Probleme gemacht, oder? Naja. Nein. Hoffentlich gibt er mir jetzt noch die... Wo ist er? Den... Ach, geht. Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. So, ach, mit Tufail muss ich noch reden. Ja, die Assassinenrüstung werde ich aber nicht tragen. Die finde ich nämlich nicht so cool. Das kann ich nicht glauben. Ich komme, um deinen Tribut zu holen. Ich würde ja bezahlen, Sohn der Nachsicht. Aber ich fürchte, mit Gold ist es nicht getan. Ich versprach Zuben meinen Kelch, den Kelch der Wasserhändler. Aber den hast du natürlich nicht mehr. Ich gab ihn Tufail, als er den Tribut eingesammelt hat. Doch dieser Sohn eines Nichtsnutzes hat ihn sich abnehmen lassen. Ich bitte dich untertänigst, finde den Kelch und bringe ihn nach Valem. Wo könnte der Kelch sein? Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Ich habe den Kelch gefunden. Ich bitte dich, bringe ihn nach Valem. Okay. Nafalem schickt mich. Tja, meine Taschen sind leer. Ich habe nicht eine einzige Münze. Aber warte, bevor du mich umbringst, will ich dir ein Geschäft vorschlagen. Lass hören. Kämpfe mit mir gegen Malir und seine Räuber. Wenn wir siegreich sind, wirst du mehr Gold haben, als mein Leben noch wert ist. Du kannst alle Beute behalten, die wir machen. Und dann soll ich dich laufen lassen. Und bei Nafalem meinem Tribut zahlen. Das ist mein Angebot. Sie sind tot. Malir ist besiegt. Gute Arbeit. Ja, okay. Dann kann ich das jetzt auch alles abliefern. Ich bin dann, denke ich, auch durch mit Braga. Quatsch. Ich will ja noch die Ruinfelder da säubern. So, wo ist er denn, der Tufail? Der lässt sich hier betanzen. Nee, der Nafalem. Hier, das ist von Tufail. Was? Das ist... Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tufail das Gold alleine aufgetrieben hat. Sei vorsichtig, Reisender. Großzügigkeit kann eine große Schwäche sein. Aber Tribut ist Tribut. Gut, ich nehme das Gold an. Ich habe den Kelch der Wasserhändler. Ah, dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Wegen des Tributs. Ja, ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so, dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Gut. Nur weiter so. Gut. So, den Rest spare ich mir mal für irgendwas anderes auf. Aber jetzt habe ich schon mal 300 altes Wissen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Okay, 305 altes Wissen haben wir jetzt wohl. Sollte natürlich hilfreich sein. Beim Säubern dieser Ruinen. Also das Ruinenfeld da hinten haben wir schon. Jetzt müssen wir noch das und das machen.
glaube, da hinten ist auch ein Wassermagier. So, und hier müssen sich, glaube ich, auch noch irgendwelche Nomaden rumtreiben. Der will wohl nicht. Obwohl, hier war ich ja auch schon. Ja, das sah jetzt sehr unprofessionell aus. Das ja, okay, das jetzt auch. Ich dachte, da komme ich rüber. Na gut, oh, das Ruinenfeld geht ja doch noch etwas weiter, als ich gedacht hätte. Naja, da sind sie auch, die Dünenräuber. Ich werd's dir zeigen! Dann beseitigt. Schön, dass sie immer so Assassinenschwerter dabei haben, weil die bringen nämlich auch gut Gold. Ja, hier heulen schon wieder die Wölfe rum, beziehungsweise die Schakale. Und ach, was ist denn das eigentlich für ein... Da muss ich auch mal gerade kurz hin zu diesem Gebilde dort hinten. Und ist das da hinten auch schon Morazul, worauf wir da gucken? Tatsächlich, wir können von hier bis Morazul gucken. Ich habe das Gefühl, dass da hinten noch Nomaden sind. Oder Schakale. Aber nein, ist tatsächlich keiner. Oh. Okay, bin ich natürlich direkt in die Schakale gelandet. Einfach nicht mehr auf.
So, hier muss jetzt noch ein Nomadenanführer sein in diesen Ruinen. Ja, das ist Riordian. Hör auf mit der Magie! Ja, zu dem komme ich dann gleich nochmal zurück. Ja, vielleicht ist der andere aber auch völlig woanders. Also ja, gut, lasse ich das jetzt gerade mal. Na, sieh mal, wer da kommt. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Sicher ist es hier auf jeden Fall nicht. Und was suchst du hier? Eigentlich bin ich auf der Suche nach altem Wissen. Steintafeln, Artefakte, halt alles, was uns das alte Volk hinterlassen hat. Wo sind die anderen Wassermagier? Saturas ist in der alten Tempelstadt Al-Shedim angekommen. Er ist sich sicher, dass dort eines der göttlichen Artefakte liegt. Merdarion und eine Sippe Nomaden sind zum Tempel von Morasul aufgebrochen. Und Nefarius ist weit im Nordwesten. Er ist einer alten Legende auf der Spur. Über die anderen weiß ich nichts. Was hast du jetzt vor? Ich will weg hier. Ich habe Räuber im Rücken und Assassine vor mir. Das ist kein guter Ort, um Steintafeln zu suchen. Aber bei den Felsen im Westen ist ein Nomadenversteck. Azarus Sippe hält sich dort auf. Sie haben ein paar alte Inschriften entdeckt. Der Weg ist gefährlich. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ach, er hat ja so einen Zweifelsfall dahin gebracht. Das ist natürlich gut. Was habt ihr Wassermagier eigentlich mit den Nomaden zu tun? Wir sind ein Volk. Und bevor uns König Roba auf die Insel Corini schickte, zogen wir gemeinsam über das Land unserer Väter. Warum seid ihr dem Ruf des Königs gefolgt? Nun, Nordmar und Myrtana waren umkämpft. Die Orks eroberten eine Stadt nach der anderen. Wir glaubten, mit dem Erz von der Insel könnten wir den Krieg beenden. Na, das war ja wohl nichts. Nein. Der Krieg der Götter tobt nun schlimmer als jemals zuvor, weil er kurz vor seiner Entscheidung steht. Gut. Ich begleite dich zu Azaru. Ich kenne den Weg. Also folge mir. Ja, das ist natürlich praktisch. Ich muss mir merken, dass Riordian mich dahin führt. Aber vielleicht sind auch immer die ganzen Verstecke von denen so eingezeichnet, aber ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob es noch weitere Verstecke gibt von denen, die nicht offensichtlich wären. Vielleicht erhöht das ja wieder irgendwas Interessantes, wenn ich den da abliefere. Also ich hoffe ja sehr auf die Erfahrungspunkte und so weiter und Ruf bei den Nomaden. Ach. Die wird man aber auch nie los. Den richtig coolen Eisangriff. Warum hier wirklich Eulen sind, also das wundert mich halt wirklich in den Bäumen.
Also der Weg ist schon sehr langwierig. Bis man da mal ankommt, also. Aber wir müssen jetzt da sein. Ja, da ist auch schon der Eingang. Mann, Mann, Mann. Bin ich zweimal diesen blöden Weg gelaufen. Hier ist das Versteck. Danke für deine Hilfe. Ich kann dir nicht viel geben, aber wenn du willst, teile ich mein Wissen über die alte Magie mit dir. Ja, das ist schon... Eislanze wäre vielleicht gut. Was bringt denn Eislanze? 60 Schaden. Nee, aber benötigt alles Wissen. 60. Deswegen vermute ich mal, das könnte vielleicht stärker sein. Eiswelle. Wäre vielleicht auch ganz gut. Golem beschwören. Manchmal lässt sich ein Kampf nicht vermeiden. Du hast jetzt die Waffen, die du brauchst. Okay. Quatsch, habe ich ja hier in meinem Zauberbuch. Hau ich mir jetzt auch einfach hier die Eislanze mal hier auf den Bogen. Den Bogen brauche ich nicht mehr. Gut, alles klar, dann habe ich das ja jetzt erledigt und ja, sind mit Braga soweit durch und können uns dann auf zur nächsten Stadt machen. Ich teleportiere mich einfach mal gerade zurück nach Braga. Den Weg latsche ich jetzt nicht nochmal. Und in die Richtung geht's dann und gehe dann Richtung Ben Arai, aber dann erst im nächsten Video. Also, passt auf euren Rücken auf.